Tja. Nun gut. Ich bin überfragt. Ehrlich gesagt. Hier haben wir auch alles. Hier drin war das, wo man das reparieren musste. Wofür wir Sandstein brauchen. Von dem ich immer noch nicht weiß, wo wir ihn herkriegen sollen. Für das Auge fehlt uns was Dünnes. Ach Quatsch, da waren wir doch gerade. Nö. Tja. Also ich nehme mal an, dass der Apotheker mit dem Ganzen hier irgendwas zu tun hat, weil der ist ja auch verschwunden. Seid mir nicht böse, aber bevor ich jetzt hier 3 Stunden weiter rumsuche... Huch! Klettere durch das Fenster zum Drachentor im Hof. Wedle mit dem Fächer den Papierflieger herunter und nimm die Brosche. Watzefuck. Ach da! Ja. Physics. Ja. Ja. Da fällt dir echt nichts mehr zu ein. Sowas haben wir jetzt hier. Eine Pinzette. Da können wir dann damit jetzt bestimmt dieses blöde Auge daraus poolen. Das war da. Oh Mann, ey. Das ist manchmal aber auch wirklich, da sitzt du hier und denkst dir so, hä? Ich hab doch alles kombiniert. Und dann ist es immer so was, was man dann halt irgendwie übersehen hat. Also dieser blöde Haken da an der Decke. Das, ich meine, wir kommen da mal erstmal drauf. Natürlich ist da ein Puzzle. Drin. So, alle Vierecke müssen lila. Oh Gott. Ist hier noch irgendwo ein Viereck? Nein, haben wir. Mal nach Zahlen. Das mag ich in der Tat. Eigentlich mache ich das recht gerne. Aber also das hier ist ja nur so ein bisschen, ich will nicht sagen Pipifax, aber ich habe da oben noch so ein Übersehen. Ja, und was habt ihr so gemacht heute? Schreibt's doch in die Kommentare. Na, da. Haben wir da noch einen von? Nein! Kruzifix. Grau. Das ist gelb. Dann haben wir da noch Hautfarbe und lila und sowas und sowas. Dunkelgrau hatten wir schon. Gelb. Noch mehr gelb. Ja, wir haben es dann auch gleich. Da unten fehlt uns noch so ein einer. Haben wir es jetzt? Was fehlt denn jetzt noch? Ach, da oben ist noch so ein. Fehlt immer noch was? Ah, da.
ist denn das? Das ist so ein lila, ne? So, jetzt aber. Wunderbar. Schön. Ein Wimmel, natürlich. Natürlich ein Wimmelbild. Und dafür jetzt diesen riesen Aufwasch, weißt du? Naja. Wir wollen ja mal nicht so sein. Wir spielen ja immerhin ein Wimmelbildspiel. Und es ist eigentlich tatsächlich sogar nur eines der weniger trashigen Sorte. Es gibt da wirklich richtig schlimme Spiele. Guck mal, eine Feder, ein Hummer und eine Feder. Ja. Und ich finde noch nicht mal den Hummer. Geht ja schon gut los. Versuchen wir es mal mit der nächsten Spalte. Geißel, Sparschwein und Garn. Jetzt habe ich den Hummer gefunden. Das Sparschwein und Garn. Und nochmal Garn. Geißel. Ach so. Das ist doch eine Geißel hier, oder nicht? Nein, das ist eine Peitsche und keine Geißel. Nee. Wie sieht denn eine Geißel aus? Knoblauch mal zwei. Da ist noch ein Frosch. Knoblauch mal zwei. Eins. Das musst du einzelne Zehen finden hier. Nüsse. Das ist die Geißel? Nee, das ist so ein Belümmel da, Kalüngelzeug. Spielzeugsoldat. Ja. Ich bin gerade sehr, Oh, diese Musik macht mich auch total fusselig. Ich meine, auch das nichts Neues, aber mit jedem Mal wird es schlimmer. Drei. Fehlt noch einer, ne? Ja. Oh, eine Piratenhand. Könnte man ja jetzt tatsächlich mal was finden, das einem hilft. Wenn man es denn findet. Ja. Pinzette. Finden wir wenigstens die. Das ist ja hier gerade irgendwie alles nicht so, ne? Da, nehmen wir doch schon mal die. So. Eine Geißel. Ich habe immer noch keine Ahnung, was die Geißel sein soll hier. Ach, das ist ein Morgenstern. Oder wie auch immer die Dinger heißen. Aber doch keine Geißel. Also damit würde ich mich nicht geißeln. Ich würde mich sowieso nicht geißeln. Aber also das ist ja nun, das ist ja albern. Geißel. Okay. Gut. Sind das noch Nüsse? Ja. Piratenhand, Edelstein, Feder und Feder. Jetzt wollte ich gerade Piratenstein sagen. Edelstein. Ja. Ach, nehmen wir doch den. So, jetzt fehlt uns nur noch die Piratenhand. Ich meine, das kann doch nicht so. Also so eine Piratenhand muss ja irgendwie auch ein bisschen größer sein, oder nicht? Und zumindest eine von zwei Federn hätte ich ja vielleicht mal finden können hier. Das ist keine Feder. Das ist irgendwie ein Lorbeerblatt oder so. Ah. Siehst du, das ist nämlich wieder das mit der Feder, was ich meinte. Dann ist das andere jetzt bestimmt eine Vogelfeder.
Und ich weiß immer noch nicht, wo ich die Hand suchen soll. Da bin ich ja ganz ehrlich, da liegt ein Pistolengriff, eine Gabel, eine Kassette. Da ist eine Faunfeder. So, jetzt brauchen wir nur noch die Piratenhand. Ich meine, Piratenhände sucht man ja auch ständig. Erst neulich habe ich wieder gedacht, ach, hätte ich doch meine Piratenhand gesucht? Ernsthaft. Das ist ein... Ja gut, es entbehrt nicht einer gewissen Logik, aber... Bitte! Gut, dann gucken wir mal, was uns der Kerl jetzt hier gibt. Da, Hand. Jetzt kriegen wir ein Holzbein. Steckst du was eines anfällt, was anderes ab. Bringt eure Toten raus. Ach nee, warte, das war hier, da. So. Jetzt haben wir ein kaputtes Bein und einen Bumerang. Mit dem Bumerang holen wir jetzt den Handschuh von der Decke. Wir können da immer noch runter. Wofür denn das? Ha. Habe ich hier wieder was übersehen? Naja, vielleicht wird es später noch nützlich. So, mit dem Handschuh können wir jetzt den Hebel bedienen. Dann, oh Gott, Minispiel. Das Ziel ist, die Farbkugeln in die innere Fassung jedes Arms zu bewegen. Ball und Fassung müssen dabei farblich übereinstimmen. Das kann so irgendwie nicht funktionieren. Ja, gut. Jetzt haben wir eine neue Gasse. Jemand hat versucht, das Loch mit einem Sandsteinklotz zu reparieren. Endlich haben wir Sandstein. Was ist das? In dem Getränkeautomat ist eine Flasche. Sie kostet 5 Dollar. Jetzt muss ich noch 4 Dollar finden irgendwo. Okay. Das ist ja zumindest mal ein Ziel, das man irgendwie erreichen kann. Hauptplatz. Kommen wir jetzt wieder da raus, wo wir vorher schon... Nee, hier waren wir noch nie. Oh Gott, so viele neue Möglichkeiten. Wieso hängt da eine Piratenfahne an der Bank? Wow. Wow. Ja, brennende Pfeile mit Nachrichten. Ein brennender Pfeil mit einer Botschaft. Eine Warnung? Oder will sich jemand bereits ergeben? Ja, der will sich bestimmt ergeben. Der Schütze hat einen eigenartigen Kommunikationsweg gewählt. Wird er oder sie mir helfen? Einer deiner Freunde ist im Tresor gefangen. Vertraue mir, ich führe dich, Bella. Ja. Ja. Oh Gott, hier sind ja gleich wieder 12 Milliarden Dinge, die man tun kann. Deswegen gehen wir erstmal zurück und reparieren die Sanduhr. Weil wir es können. Das war da und dann in der Küche. Genau. Da, Sandstein. Das Stück Papier, ja. Nein, ich will nicht in das Versteck. Herrgott, ich möchte nach draußen. So, jetzt die Sanduhr war da.
Ein Bohrer.